Also ich würde es so sehen, dass der eigentliche Gewinner Österreich sein kann, weil wir sind mit dem Programm von Mehr Österreich in diese Wahlauseinandersetzung gegangen und die Österreicherinnen und Österreicher haben gesagt, ja, das wollen wir. Wir wollen mehr Bestimmungshoheit im Land haben. Wir wollen uns gegen die illegale Migration wehren. Wir wollen unsere Kultur und Identität bewahren und diese Themen haben gesiegt. Und die kann ich jetzt noch energischer vortragen und daher ist es ein Wahlsieg auch für Österreich. Was glauben Sie, was waren so diese Hauptthemen, wo Sie punkten konnten? War das die Migration, war das eben das Thema Sicherheit? Wir haben fast jede Woche Messerattacken. Man hat es jetzt auch gesehen in Mannheim, was da alles passiert ist. Und man sieht es ja auch in Deutschland, dass auch die AfD jetzt auf Platz 2 zurzeit liegt. Sind das eben diese großen Hauptthemen? Ich glaube, das beschäftigt Europa schon sehr, diese illegale Migration, wo seit dem Jahr 2015 8 Millionen Menschen da aus Arabien und aus Afrika zu uns gekommen sind und wo wir wissen, dass da 2/3 und mehr überhaupt keinen Schutzstatus haben, weder Genfer Konvention noch humanitär noch subsidiär irgendeinen Schutzstatus haben und nach den gerichtlichen Entscheiden wird ihnen mitgeteilt, nach Hause zu gehen und 82% bleiben da und dann erleben wir diese Messerattentate, wir erleben Vergewaltigungen, wir erleben, dass unsere jungen Frauen, Mädels malträtiert werden, angegangen werden, ja, dass hier Clanbildungen erfolgen und da wehren sich die Menschen zurecht. Und ich bin jetzt ein Anwalt dieser Österreicherinnen und Österreicher hier, diese Missstände zu beseitigen. Es war ein total turbulenter Wahlkampf. Aber genau deswegen ist mir ein Riesenanliegen, mich bei allen Menschen zu bedanken, die mich in diesem Wahlkampf unterstützt haben, die zu mir, neben mir, vor mir gestanden sind, von der Grünen Partei, aber auch weit darüber hinaus. Die Menschen, die mit mir Wahl gekämpft haben, die Menschen, die mit mir auf der Straße gestanden sind, aber eben auch allen, die mir Vertrauen geschenkt haben und eben auch meiner Familie. Ich würde heute nicht so dastehen, wenn ich nicht eine wahnsinnig tolle Familie hätte, die mir den Rücken gestärkt hat, für die das auch belastend war, aber mit der gemeinsam ich weiß, dass ich sowas tun kann. Jetzt habe ich auch mit vielen gesprochen, auch von der Bevölkerung, die sagen, ja, was soll mir denn eine 23-Jährige jetzt erzählen? Die hat keine Berufserfahrung, die hat noch nie richtig gearbeitet. Was kannst denn du da jetzt dagegen sagen, dass du auch solche Menschen auch überzeugen könntest? Erstens habe ich immer gearbeitet, seit ich 15, 16 bin und zweitens, und ich glaube, das ist das Wichtige, dass Politik für mich nicht daraus besteht, dass ich alleine irgendwelche Entscheidungen treffe, sondern Demokratie bedeutet, auf die Straße zu gehen. Demokratie heißt, sich in Beisel in Schuldiskussionen zu setzen und mit Menschen zu reden und das, was die Menschen bewegt, auch ein Stück weit mitzunehmen. Das ist ja ein Prozess, der da entsteht. Und ja, ich bin 23 Jahre alt und ich glaube, wichtig ist, dass in Parlamenten verschiedene Perspektiven vertreten sind. Die Perspektiven von Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Und das ist, was ich mitnehmen kann. Und ich hoffe, ganz viele von den Menschen, die noch skeptisch sind, in den nächsten 5 Jahren mit harter Arbeit auch überzeugen zu können. Als ich in den Nationalrat gekommen bin 2019, habe ich natürlich schon gespürt, dass auch gerade viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen sagen, naja, es sind ja schon viele Journalisten gescheitert, die in die Politik gegangen sind und kannst du das überhaupt? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, aber ich werde mich anstrengen. Und da gab es schon einige Ereignisse, wo ich mir gemerkt habe, es ist schwierig. Und ich kann nur allen sagen, der Beruf des Politikers ist deutlich schwieriger als der des Journalisten. Und ich sage mir, ich habe 2 Jahre gebraucht, um mich wirklich völlig umzustellen. Aber dann, seitdem mache ich es mit einem, also vorher auch schon mit einer Begeisterung, aber seitdem habe ich auch mehr Selbstsicherheit und das ist mir jetzt schon zugute gekommen und die klare Ausrichtung. Das war für mich bei den NEOS auch immer wichtig, dass man nicht lang herumtun muss, können wir das so sagen oder sagen wir so, sondern wir haben gesagt, Bildung ist 5. Freiheit, das machen wir, das setzen wir um. Oder auch, wir brauchen eine gemeinsame Verteidigung, weil Putin bedroht ja nicht nur die Ukraine, er sagt es ja und seine Leute sagen es ja, dass es da noch andere Länder gibt, die sie vielleicht auch überfallen oder auch bombardieren wollen. Das heißt, wir merken ja, wir brauchen eine gemeinsame Verteidigung, deswegen auch dieser gemeinsame Raketenschutz. Das ist ganz wichtig. Ich verstehe nicht, wie man das sagen kann, das wollen wir nicht. Wir wären dann die einzigen Ungeschützten, weil die Schweizer machen ja auch mit. Und die Diskussion eben über gemeinsame Sicherheit haben wir auch geführt und wie gesagt, völlig angstfrei, weil wir mit Überzeugung immer argumentiert haben. Sind Sie denn jetzt zufrieden auch mit diesen, jetzt sage ich mal, Trendprognosen oder gibt es denn auch Luft nach oben natürlich? Erstens einmal bin ich mit dem, was sich als Ergebnis abzeichnet, natürlich nicht zufrieden. Ich hätte mir auch mehr gewünscht. Bin aber froh, dass wir die Mandatszahl ungefähr halten, also nicht ungefähr, sondern die Mandatszahl erhalten werden. Das heißt, wir werden weiterhin mit 5 Abgeordneten im Europäischen Parlament arbeiten können. Und das ist wichtig für unsere Arbeit, weil letztlich ist es die Anzahl der Abgeordneten, die diese Arbeit auch leisten können. Und da bin ich froh, dass unser Team, das schon so erfolgreich unterwegs war, auch diesmal wieder erfolgreich sein wird. Und beim Rest tue ich mir jetzt schwer, den ganzen langen Abend, wo ganz Österreich wissen will, wie es ausgegangen, irgendwie im Nebel herum zu surfen, weil wir natürlich nicht wissen, wie die Ergebnisse wirklich sind. Und wir wissen auch, diese angeblichen Trendprognosen,
Ja, das sind Zahlen, die zum Teil natürlich nicht von heute sind, sondern von ein paar anderen Tagen. Und wir wissen auch, dass das einzig Richtige an einer Umfrage immer das ist, dass exakt so nicht sein wird, was natürlich statistisch so sein wird. Das ist jetzt ja gar kein Vorwurf. Christoph lacht ein bisschen, der Haselmeier. Ja, aber wir werden es sehen. Und daher quasi für die Analyse ist natürlich wichtig, die Detailergebnisse dann zu wissen. Nämlich nicht nur quasi, wer ist 1, 2, 3, 4, 5. Und wer hat wie viele Stimmen und wie hoch ist die Wahlbeteiligung, sondern auch natürlich schauen zu können, in welchen Bundesländern, in welchen Regionen stecken da regionale Themen dahinter, gibt es da quasi, was für politische Analysen kann man dann auch treffen. Aber am Schluss, wir sind 5 SPÖ-Abgeordnete und werden mit voller Kraft für ein soziales Europa arbeiten.